So, wieder zurück auf dem Airfield. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den LKW haben wir gestern in der Aufnahme gefunden. Direkt oben an der Militärbasis. Süden. Ich habe gesagt, ich setze mich rein, fall das Airfield. Mal gucken, wie weit ich komme. Zombies stehen auch noch hier, sehe ich gerade. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht oben an der Baracke einfach mal ganz kurz stehen bleibe, um dort mal nach einer 101 zu suchen. Der Spieler, den wir in der letzten Folge getroffen haben, der kam aus dieser Richtung, Grishino, woher auch immer. Meine Güte, ist das eine Trantüte. Ich hoffe, da sitzt keiner drauf. Das könnte nämlich ebenfalls mein Todesurteil sein. Also es reizt mich ja schon ein wenig, ne? Dort mal ganz kurz reinzugehen. So, wir nehmen jetzt mal den LKW als Deckung. Engine off. Habe ich nicht gerade... Oh Gott, habe ich nicht. Get out. Wir lassen ihn aber auch offen stehen. Ist halt so. Baracke hat Vorrang. Weil nur 101... Ja, genau. Genau, nur 101, ne? War das passend oder nicht? Nein, war nicht. Das war ja die AKM, ne? Aber ist egal. Eject. Quatsch. So. Ich hab ne 101. Wäre natürlich jetzt noch ultra, wenn ich jetzt noch in einer der anderen ein Magazin finden würde. It's a dream, it's a dream. Oder ich müsste einen der Jungs wiederfinden, die ja vorhin berichtet haben, dass, oder der eine, ich glaube, das war der Assassin, der sagt, er hat mehrere. Sie will sich nicht hinlegen. Gut. Liegt Mosi-Munition drunter, ne? Jupp. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt zeigt eine 101 auf dem Rücken. Meine absolute Traumwaffe. Oh. Oh, oh, oh. So? Klingt nach einem Plan. Sehr schön. Aber hat den Nachteil, ich kann in meinen LKW nicht mehr einsteigen. Gefällt mir nicht. Also, wir lassen jetzt doch die hier liegen. Ach komm, mit Dings. Und gehen einfach das Risiko ein. Was soll's? Wir könnten ja rein theoretisch jetzt auch nochmal zurück zur Zeltstadt. Achso, natürlich. Ich wollte gerade sagen, wieso fährt er denn nicht? Aber er ist ja Logo. Na gut, Zeltstadt. Oh Gott, gibt's 101 Magazine? Ich habe noch nie 101 Magazine in Dings gefunden. In der Zeltstadt. Also Munition, lose Munition oder abgepackte Munition, ja, aber ein Magazin? Nope, nicht, dass ich wüsste. Okay, das hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Ist natürlich jetzt ein klein wenig Beschiss, aber da liegt eine Banane. Ich wollte gerade sagen, da liegt da irgendwas Magazin-ähnliches. Aber eine Banane, glaube ich, wird nicht ganz so in die Waffe passen. Gut, egal, fahren wir weiter. Ich bin jetzt halt am überlegen, wo ich noch hinfahren könnte, um mir ein Magazin zu snacken. Die anderen Jungs wollten nach Zelenogorsk runter. Mein Plan war es über Grishino. Okay, nördliche Militärbasis. Wäre noch eine Maßnahme, dann fahren wir mit dem LKW einfach so weit, wie wir kommen. Oh, krass, seht ihr das? Ich Idiot, wartet mal. Nein, das hat nichts mit meinem Fahrkönnen zu tun. Niemals, niemals. Ich bin eigentlich eine recht gute Fahrerin, meine ich zumindest. Aber wer den Mann hat den bei vollem...
Wahrscheinlich bin ich gleich sowas von Matsch. Bei voller Fahrt, wenn man mit dem lenkt. Bremsen! Engine off. Get out. So, mal gucken, wie lange ich Besitzer einer 101 bin. Ehrlich gesagt habe ich bei diesen Russen-Dingern bis auf ein Zelt noch nie wirklich was, also die neuen Militärzelte wohlgemerkt, noch nichts weiter gefunden. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Art Waffe hier gefunden wird, aber wahrscheinlich irgendwie die AKM oder so. Ne, AKM ist glaube ich auch Ami-Material. Aber hier liegt gar nichts, ne? Das ist doch nicht wahr. Ein Knicklicht, jo. Krabbel mal schneller. Nix, nada. Schade. Dumm gelaufen. Achso, Engine on. Genau. Mal gucken, ob ich überhaupt noch bis Kraschino komme. Das ist jetzt halt die Frage. Oh Gott, ich muss gerade lachen, weil ich in die Shoutbox gucke. Nee, ich versuche auf den Server zu kommen. Server voll, sagt sie, und die Admins kommen nicht rauf. So mustert, Jungs, Mädels. So mustert. Ihr macht alles richtig. Besser geht's gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt wirklich nochmal in der Feuerwehr looten gehen. Ja, ich finde das amüsant. Also müsst ihr euch nicht wundern, dass ich jetzt hier die Shoutbox offen habe. Es ist wirklich sehr interessant, auch wenn man mal selber irgendwo unterwegs ist. Und fragt sich gerade, was da los ist. Manchmal klärt sich... Wow. Wurde hier gerade auf mich geschossen? Aber ist ja auch egal. Manchmal erklärt sich das von alleine, wenn dann irgendjemand sagt, hier wurde gerade geschossen oder ich wurde gerade beschossen. Dann weißt du sofort, okay, der und der ist da gerade in der Nähe. War er vielleicht oder auch nicht. Tatsächlich muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich runterkomme. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Oh Gott! Ich bin immer noch auf einem Shaking, aber sobald ich in Kraschino bin, bin ich in einer Nicht-PvP-Zone. Von da aus geht meine Tour weiter. Der nächste Vorteil ist, in Kraschino gibt es eine Tankstelle. Das heißt, wenn wir den LKW gut verstecken, und das werde ich, das muss ich nur mal gerade selbst schauen. Die Straße ist da unten, ne? Genau. Werde ich mal gucken, ob ich in Kraschino einen Kanister finde. Das ganze Ding dann schön volltanken bis Oberkante. Und dann werden wir damit den Rest unserer Tour bestreiten. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in Severo gerade so viel los ist. Das heißt, ich werde dann weiter zur nördlichen Militärbasis. Severograd? Ja, Severograd, habe ich auch gerade gesagt, ne? Soweit richtig. Und dann mal schauen. Ja, mehrere das Problem. Leute, ihr macht mich stolz, wirklich. So macht das Ganze doch Spaß. Und es hat sich natürlich auch gelohnt, insofern den Server hochzuschrauben. Stellt euch mal vor, es wäre immer noch ein 30-Mann-Server. Wäre ganz schön eng und kuschelig hier drauf geworden. Beziehungsweise jetzt eigentlich noch kuscheliger. Mich wundert, dass ich so wenig Leute getroffen habe bis jetzt bei 50 Leuten. Aber ich bin zu 99% sicher, dass sich auch genauso viel einfach nur unten an den Küsten abspielt. Deswegen freue ich mich so wahnsinnig darauf. Weil das wirkliche Bandit und Hero und Survivor-Dasein kann man eigentlich nur dort führen. Das mal, kurz mal hier, so, duschen, nee, ist nix. Ich lasse den LKW einfach in die Tanke stellen. Da ist doch egal. Wenn ihr jemand anders findet und vor mir voll tankt, naja, vielleicht haben wir jemanden, der so nett ist, uns mitnimmt. Also die Bremsen von dem Ding sind für'm Arsch. Also irgendwie müssen wir da nochmal zu Pitstop oder sowas in der Richtung. Das funktioniert vorne und hinten nicht.
Fährt sich wie ein Panzer und ist wahrscheinlich sogar einer. Ich meine, ich muss eh ein bisschen aufloten gehen. Idealerweise finde ich jetzt hier natürlich direkt einen Kanister, den ich dann aber wirklich verstecken werde. So, gehen wir mal kurz durch, looten alles. Ah, Essen und Trinken. Hydrated ist er noch, okay. Sieht alles noch so ungeschlossen aus, ungeöffnet so rum. Ich werde mich erstmal so weit gehend durchfuttern hier. Oh, schon wieder Reciving, okay. Ich habe jetzt gerade mal direkt drauf geantwortet. Ne, die muss ich hinten anstellen. Oh, ich sehe gerade, ich muss wirklich gleich ein Feuer machen. Oh, wartet mal. Nee, achtet mal drauf. Ich suche mal noch mein schwarzes Käppchen. Okay, ist mal ein Anfang. Ich bin nur gerade am Überlegen. Das war das Olive Tactical Shirt. Ach, guck mal einer an. Ich schlepp die Repeater doch noch mit mir mit. Aber es wird wahrscheinlich jetzt einfach nur ein Bug sein, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Weil normalerweise ist es tatsächlich so, dass wenn man sie aus- oder ablegt, dass die dann auch wirklich weg ist. Wartet mal, Empty. Combine. Ach so, ich kann nur 20 mitnehmen. Okay. Also Munitionsbox oder so, das wäre ja wirklich ein Traum. Warte mal, dann packen wir mal die hier weg. Red Hoodie brauchen wir eigentlich auch nicht. Paramedic Jacket, oh, ich weiß es nicht. Einerseits ja. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich es noch brauchen werde. Natürlich. Oh, jetzt stellt man mich auf eine Probe. Oh, krass. Oh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Jacke einfach liebe. Oh Mann, der ist nicht fair, der ist nicht fair. Gut, dann lassen wir den Hoodie hier. Die Handcuffs müsste ich rein theoretisch mitnehmen, auch wenn sie damaged sind. Wow! Ah, das ist der Nachteil. Ich habe schon wieder nicht lauter gemacht nach dem LKW-Fahren. Das ist jetzt mein Verschulden. Die Lady habe ich nicht gehört. Oh, ist der Regen laut. So, die Shotgun-Shells lassen wir auch einfach mal liegen und die hier essen wir einfach auf. Oder auch nicht. Na also. Okay. Ach so, okay. Ja, ich habe gerade noch mal in die Shoutbox reingeguckt, was als Antwort kam. Natürlich mehrere Admins das gleiche Problem, aber wenn die Admins sich untereinander schon triezen, ne, so nach dem Motto, dass nur die wichtigen Admins drauf sind, ja, ist schon cool. Nette Community auf jeden Fall. Und wie gesagt, sollte euch wirklich mal Kill on Sight über dem Weg laufen, nicht namentlich oder was auch immer, dann zuckt einfach mit der Schulter, versucht rauszufinden, wer es ist und sagt, okay, passiert. Macht nichts Persönliches daraus. Es gibt immer ein paar Trollos. Natürlich drücke ich die Daumen, dass es euch nicht passiert, aber wissen kann man es natürlich nie, ne? Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich hier wirklich alleine bin, weil. Oh, der nächste, der rauf will. Ja, es sind so einige, die jetzt hier sich gerade anstellen müssen.
Ah, ich finde das aber toll. Ich finde das echt toll, dass das Projekt so wahnsinnig gut läuft. Und es ist auch ein Projekt, was man fördern sollte. Ich mache es jetzt nicht nur durch die Videos und die Schleich. Hallo, man, hallo, stopp, stopp. Hi, hi. Hi. Oh, hast du auch über Hi. Lautsprecher? Oh, hast du auch über Lautsprecher? Ja. Ja, man hört es, du rauschst ganz doll. Ja, man Metz hört, du rauschst 000, ganz okay. doll. Metz 000, okay. Richtig. Hast du Kann ich zu. mal ein bisschen leiser nehmen? Ja, das wäre ein Traum. Jetzt besser? Ja, Ja, jetzt schon. ja, nicht doll besser, aber Ja, es schon mal. geht. Ja, nicht doll besser, aber es geht. Ich höre mich halt doppelt gerade. Aber sag mal, hast du hier irgendwo einen Kanister stehen sehen? Oh, hier jetzt noch nicht. Also ich habe jetzt auch noch nicht viel geschaut. Ich war bis jetzt gerade mal da in der kleinen Fabrik und in der Polizei mal kurz. Also in der Polizei liegt noch eine SKS. Okay. Ja. Was hast du da? Du hast einen Repeater, ne? Genau, ja. Ich habe für die SKS keine Munition, für die Repeater habe ich wenigstens was drücken. Ja, brauchst du. Ich meine, ich hätte für die SKS auch 20 Schuss. Aber für die Repeater hätte ich auch noch ein Aber paar ist Schuss. okay. Das kann man nicht. Der Repeater ist ja eigentlich nicht verkehrt. Das sind immerhin 11 Schuss. Das reicht erstmal. Ja, ich habe die hier nochmal 30 vor die Füße Müssen gelegt. Sie hier? Bitte? Da liegen nochmal 30 Schuss vor deinen Füßen. Da liegen nochmal 30 Schuss vor deinen Füßen. Oh, super. Danke. Geil. Bitte, bitte. Ja, ich sag mal, ich bin hier für PvP von dem her. Ja, Ja, deswegen. für mich immer im Nahkampf gegen Zombies. Ich höre gerade einen LKW. Brauchst Ich höre gerade einen LKW. Ich habe nichts gehört. Nicht, dass meine geklaut wurde. Ich habe nämlich einen oben an der Meine Tankstelle geklaut wurde. geparkt. Da ist noch ein bisschen Benzin drin, aber mit dem möchte ich nach Severo gerade. Na, ich kann ja mal kurz mit schauen, ob irgendwo Benzin für mich zu finden ist. Oh, das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Also normalerweise habe ich die Kanister bis jetzt immer nur in Schuppen gefunden. Ja, ich auch. Aber ich bin jetzt eben gerade hier Ja, angekommen ich und auch. habe nur Ich bin jetzt rechtzeitig eben alles gerade hier angekommen abgelootet. und habe nur rechtzeitig alles abgelootet. Okay. Dann würde ich da jetzt auch weitermachen. Also, wenn du Du würdest da jetzt auch linksseitig gucken weitermachen, könntest, dann also treffen wir uns wenn näher du wieder in der Mitte. linksseitig gucken könntest, dann treffen wir uns näher wieder in der Mitte. Alles klar. Super, ich danke dir. Kein Problem. Super, ich danke dir. Kein Problem. Ja, das ist die nette Community. Seht mal. Huch, nee, da geht's nicht durch. Wartet mal. Müssen wir mal hier hinten. Lederjunket, hatte ich davon schon eins? Ich habe schon eins, okay. Seht ihr, ich brauche sowieso noch ganz dringend ein normales Joinkit. Habe ich auch noch nicht. Mann, Mann, Mann. Noch ein Lederjunket. Ich wollte gerade sagen, wieso liegt denn hier eine Magnum in dem Zimmer oder in dem Teil? Aber das war nur eine Sichel. Kommen hier überhaupt noch Schuppen? Hallo? Auf dem Dixie-Haus werde ich wohl kaum eins finden. Ja, schön voll ist er auf jeden Fall. Ich freue mich so wahnsinnig auf diese Geschichte an der Ostküste. Ihr glaubt das gar nicht. Das ist, ich hoffe, ich treffe den einen oder anderen da von euch. Wird bestimmt lustig. Ah, die Tür kriegt man wieder nicht auf, ne? Ah, diese Fake-Schuppen. Traumhaft. Okay, warte mal, die müssen wir noch unterkriegen. Eine Blaze Double Rifle. Nope. Fisch. Gut, die schwarze Mütze war mir eh lieber. Dann nehmen wir den mal so mit. Okay. Hätte ja klappen können. Ja, den Trick muss mir mal jemand verraten. Warum auch immer. Jeder, mit dem ich mal unterwegs bin, der kriegt diese Tür auf. Ich nicht. Warum auch immer. Also, wer von mir weglaufen will, einfach mal an diese Tür gehen.
Okay, die muss ich mitnehmen. Tut mir leid, Jungs, Mädels. Das ist Pflichtprogramm. Klappt wunderbar. Hallo, Mütze. Ich wollte gerade sagen, sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Die beiden mampfen wir mal auf. Das ist immer der Nachteil, wenn einem natürlich kalt wird. Oh, der Schraubenzieher ist damaged, okay. Okay, das ist, Gut, gehen wir mal draußen gucken. Oder auf der Treppe, oder da. Ja, das sieht doch gut aus. Idol. Ja, achso, nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Na super, der Faden ist wieder weg. Oh Mann, Leute. Tolle Wolle. Ich muss mal gleich gucken, ob ich ihn nochmal wiederfinde. Nehmen wir, glaube ich, ist ein Medic-Haus, ne? Die SKS-Schuss, 20 Stück, nehmen wir, glaube ich, trotzdem noch mit. Achso, worauf ich hinaus wollte. Genau, wenn euch kalt ist, verbraucht ihr relativ viele Kalorien. Mit anderen Worten, immer schön essen und trinken, was ihr habt. Oder zu sehen, dass euch warm wird. Eins von beiden. Ich bin immer noch auf Shaking. Also das heißt, bevor ich hier mich vom Acker mache, muss ich zusehen, dass ich noch... Krass. Muss ich zusehen, dass mir noch irgendwie warm wird. Eine Machete. Noch mehr Fisch. Hauen wir uns mal gleich hinter. Sehr schön. Gut, hier werde ich... Oh, wartet mal. Nee, Cowboy-Hut. Gut. Ja, ich weiß, dass die andere Tür auch noch aufging, aber... Ich kann den werten Herr hier jetzt nicht allein meinen Kanister suchen lassen gehen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, Hilfsbereitschaft ist schön. Finde ich auch ganz toll. Burlap-Sack, okay. Komme ich hier nicht irgendwie... da, okay. Er sagte, die Fabrik hatte er durch. Wahrscheinlich ist er mit meinem LKW schon durchgebrannt. Na gut, es bringt auch nicht viel, weil weit durchbrennen kann man eh nicht mit dem. Nee, sieht nicht so aus. Ich muss gleich mal gucken. Bist du hier noch irgendwo in der Nähe? Hallo. Gut, gehen wir oben nochmal in die Stalle und gucken. Tscherno ist eingenommen, okay. Seht mal, hier geht's ab. Jetzt nur die Fragen, Banditenhand oder halt ein Heroes? Das ist die Frage. Wer sich berufen fühlt, möge bitte in Tscherno einreiten und sie da rausholen. Wer auch immer sie ist. Es. Ach. Alter Schwede. Gut. 1:0 für den Zombie. Use. Nein. Alter Schwede. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Auf ein neues. No longer bleeding. Okay, gut. Was war das? Krass.
Ja, es soll wohl halt nicht sein. Dann werde ich mich jetzt gleich mal in den LKW schwingen und so weit wie möglich nach Norden fahren. Nach Severograd. Schade. Ich habe immer noch kein Nähkit. Schade. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Wärter hier schon weitergelaufen ist oder nicht. Na gut. Fühl dich einfach mal gegrüßt. Ich weiß jetzt nicht, wo genau du bist. Danke fürs Mitsuchen. Oh Gott, ist das laut. Ach, da ist er ja. Gut, dann werden wir nochmal fix ausmachen. Da bist du ja. Ich leider nicht gefunden. Ja, ich war auch leider nicht erfolgreich. Ich habe dich jetzt auch selber nicht mehr gefunden, deswegen wollte ich jetzt erstmal weiter, so weit wie möglich nach Norden. Okay. Ja, ich laufe jetzt mal Richtung Westen.